Was ich heute nicht so lange da. So, da hätte die vielleicht ein Viertel von der Kohle gekostet, was bis jetzt gekostet hat. Das, was jetzt schon im Vorfeld investiert worden ist, beziehungsweise an Kohle verloren gegangen ist, ne? Das wird die Brückenkosten nie wieder aufheben. Die Brücke kostet am Ende die Hälfte von dem, was der ganze Streit und der ganze Hickhack bis jetzt gekostet hat. Mindestens. Das finde ich zum Beispiel ist eine ganz traurige Angelegenheit. Warte mal kurz. Zum Beispiel, ich erinnere mich dran, Oktober oder November letzten Jahres hat jemand, der mit der Sache wirtschaftlich mit der Sache in Kenntnis stand, hat sich dazu letztes Jahr geäußert und er hat ganz klar rechnerisch nachgewiesen, dass in derselben Zeit, wo Dresden sich um diesen Brückenbau gestritten hat, hat Meißen zwei neue Brücken gebaut, genau für dasselbe Geld, was bis dahin geflossen ist. Und in Dresden steht noch keine Brücke. Das finde ich, das ist wirtschaftlicher Irrsinn. Vollkommen abgesehen von dem, was dahinter steht. Aber das finde ich persönlich ist absoluter Irrsinn. Also das entzieht sich in jeder Form meiner Verständnis. Und da ich selber beim Brückenbau gewesen bin, ich weiß, kann ich nicht mehr einschätzen, was so eine Brücke kostet. Lass die Brücke mit 6, 7 Millionen. Das mal reicht bei weitem nicht. Lass es 12 kosten. Trotz steigender Stahl- und Betonpreise? Lass es 12 kosten. Das halte ich auch noch. Du musst mal sehen. Also ich meine, wenn wir eine Brücke bauen in Dresden, dann muss ja auch in dieses Stadtbild passen. Ich meine, das ist auch richtig. Und das Materialien verwendet, die sind weitaus kostenintensiver, als man das von der normalen, was ich, herkömmlichen Stahlbrücke oder irgendwas haben kann. Am Ende. Es ist eine Schande, eine Stahlbetonbrücke. Die Materialien, die verwendet werden, Stahlbeton. Was dann kommt, ist das Verbrauch und nun mehr. Das kostet ja, so, und das kostet auch nicht die Welt. Das sagst du. Ja. Das wage ich schwer zu bezweifeln. Ja, ich will nicht sagen, die Welt, aber ein bisschen schick zu machen, die ganze Angelegenheit, ja, kostet Geld. Ein bisschen schick zu machen, die Angelegenheit, ist gerade der springende Punkt. Wenn wir eine Brücke konstruieren wollen in der Dresdner Innenstadt, dann muss ich diese auch an das allgemeine barockhistorische Stadtbild anpassen. Und dazu benötigt man Sandstein, Steinmetze. Und diese Leute, richtig, was du sagst. Und diese Leute, die sind entsprechend ihrer Professionalität auch natürlich extrem teuer. Ja. Und das gehört definitiv mit dazu. Diesen Aspekt muss man mit heranziehen. Ganz klar. Ja, du kannst ja das normale Stadtbild gar nicht richtig. Kannst du, aber das sieht einfach nicht aus. Auch wenn du vorhaben mit dem, so wie das Modell ist von der Brücke. Ich gehe mal davon aus, dass du da auch ein bisschen was mit damals machen. Mit einer historischen Vereinbarung, das geht. Das kann man. Siehe Kongresszentrum. Ja. Wirklich wunderschön. Es ist ein sehr modernes Gebäude, aber es passt sich trotzdem relativ dynamisch in das allgemeine Stadtbild rein. Es passt an seinen Fleck. Und das kannst du nur Brücke. Und da, wo die Brücke steht, steht die Brücke von sich allein. Ja. Da, wo sind wir. In Dresden steht kein Bauwerk für sich allein. Die Brücke steht da wirklich allein. Das ist ein Teilstück für das Werk. Wenn man so betrachtet, kann man auch sagen, das blaue Wunder steht für sich alleine, weil ich kenne mich weit abseits. Auf der Seite? Ja. Ja, damals, als das blaue Wunder gebaut wurde, gab es auch sehr viele Proteste und die Leute waren dagegen. Diese Ökos und diese Leute, die haben ja auch gesagt, das soll nicht gebaut werden. Und jetzt jubeln alle danach. Ja? Das ist absolut richtig, aber wenn man sich heute betrachtet, das ist eines der großen Sehenswürdigkeiten, eines der großen Denkmäler von Dresden. Und alle sind, alle Dresden. Die Brücke oder was?
Natürlich. Das Blaue Wunder, das sind heute alle stolz drauf. Ach, dann meinst du die Waldschützenfolge? Nee, die Blaue Wunder, ja? Blaue Wunder zum Beispiel, das sind heute alle stolz drauf. Und warum sollte da nicht die Waldschützenbrücke irgendwann mal ein Denkmal für sich sein, dass es eben dort die Natur übermannt hat? Man weiß es nicht. Man kann es heute nicht sagen. Man kann es heute nicht sagen. Und deswegen ist es extrem schwer. Ich meine, ich bin mit der Baugeschichte des Blauen Wunders nicht vertraut. Von daher kann ich mich dazu auch überhaupt nicht äußern. Und ich kann halt auch nicht sagen, ob es in Ordnung ist, diese Brücke dahin zu setzen, ob es ökologisch vertretbar ist. Dazu habe ich überhaupt nicht die nötige Hintergrundkenntnis. Das Blaue Wunder ist die erste Stahlbrücke, die in allen Bogen in dieser Konstruktion gebaut wurde. Ohne irgendwelche Mittelteile. Von dieser Konstruktion. Das ist das. Schade ist, dass es immer aufs Kapital beruht im Endeffekt. Der Vorderbrückbauingenieur, wo ich das sage, wenn das letzte geile Argument ist, warum nicht? Warum nicht, klar? Der Vorderbrückbauingenieur. Ich sehe die ganze Geschichte halt relativ zwiegespalten. Ja, du bist offensichtlich. Es ist halt irgendwie. Eigentlich ist es ein Kapitalismus. Gegenfeuer? Eigentlich ist es traurig. Die erste Brücke in Deutschland, die so in dieser Bauform gebaut worden ist. Weil es ist eine Brücke, eine genietete Brücke ohne Mittelfahrer. Was ist jetzt an der Waldschützenbrücke neu und spektakulär? Spektakulär ist, dass die mit Pylonen gebaut werden. Das ist eine aufgehangene Brücke werden. Mit Drahtseil in Aufgang. Aufgehangen. Eine Pilotbrücke. Aber das gibt's doch schon, oder? Das Problematische, was ich an dieser Brücke eigentlich sehe, also auf der einen Seite klar, wenn man das jetzt statistisch vom Verkehrsfluss betrachtet, ist diese Brücke mehr oder minder sinnvoll, aber zum anderen hast du halt immer diesen Aspekt, ist wirklich so sinnvoll, dass es rentiert für unglaubliche Millionen eine Brücke zu bauen und vor allen Dingen der Erhalt dieser Brücke ist, würde ich mal sagen, der springende finanzielle Punkt, wenn man es jetzt wieder rein auf dieses Materialistische zurückführen will, kann man sagen, es gibt da so eine Erhebung, die sagt, dass die Waldschützenbrücke im Erhalt genauso viel kostet wie die gesamten restlichen Dresdner Brücken zusammen. Nicht ganz, aber fast zu viel. Ja, fast so viel wie alle Brücken zusammen. Und das ist halt ein Problem, was mir nicht einleuchtet, was ich nicht verstehe. Die gesamte Konstruktion der Brücke ist eine hundeteure Angelegenheit. Und dann hast du dazu noch diese ungeheuren Betriebskosten. Ja, aber da können ja immer Wirtschaftszweige dran verdienen. Und wenn man überlegt, wie viel in diesem Staat subventioniert wird, um Arbeitsplätze erhalten, dann bleibt sich das schon selbst. Aber Subventionierung ist ein Ding, das ist alles gut und schön, aber das Geld muss irgendwo herkommen. Und wenn du irgendwas subventionierst, dann heißt es, dass im Endeffekt immer jemand dafür zahlen muss. Und ganz konkret gesagt, auf den Punkt gebracht, wenn der Staat irgendwas subventioniert, dann ist der gemeine durchschnittliche Steuerzahler, der diese Subventionierung trägt. Und jetzt muss ich, gerade wenn es um Entscheidungen um den Brückenbau geht, dann muss sich der gemeine Steuerzahler überlegen, ist er bereit, das wirklich zu sagen? Ist er bereit dafür, sein Steuergeld auszugeben? Das muss man erstmal kommunizieren, was wir gerade tun. Das ist ein ganz kompliziertes Thema. Mann, das ist eine Brücke, kannst du nicht subventionieren, das geht nicht. Na, selbstverständlich kann man das. Man kann sowas subventionieren. Ich meine, nicht zum Spaß. Eine Brücke wird gebaut. So. Und in dem Moment, wo eine Brücke erhalten werden muss, werden auch wieder Arbeitsplätze geschaffen für die Leute, die Brücke kontrollieren, tun, machen, was.
technisch. Also haben wir wieder mehr Arbeit. Technisch und auch wirtschaftlich aufrechterhalten. Ja, du kannst dich einfach bloß eine Brücke in die Landschaft stellen. Hier und links Brücke. Nehmen nur die beiden auf, keine Angst. Oder wollt ihr einen Fernsehen? Hey Mama, ich bin im Fernsehen!